heute geht es zu diesem netten Stück hier, und zwar zu dem Gaia Top Heizlüfter mit maximal 1000 Watt. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Technikkanal eingecheckt habt. Und wir machen mal so, kriegst du jetzt den und noch zwei weitere, die sind in die Werkstatt zum Testen bekommen. Und der hat 230 Volt, maximal 1000 Watt, 750 Kilo, Working Noise 750 Gramm, entschuldige, nicht Kilo, 45 dB soll er machen. Der hat eine spezielle, das habe ich hier irgendwo gelesen, der ist irgendwie mit einem feuerfesten Material gemacht. Oh, sorry, ich werde verdammt alt. Irgendwas mit R0 hast du nicht gesehen. PCT-Heizlüfter und ist ein Keramik-Heizlüfter. Also hier nennt sich das, ist ein Keramik-Heizlüfter, sehr leise. Das möchte ich mal gerne herausfinden, ob der wirklich so leise ist. Achso, Materialklassen der Klasse V0, also feuerfest. Geräuschentwicklung von 35 in der kleinsten Stufe, macht 1600 im Mittelmodus, normal ist Kühlgebläse. Okay, wie dem auch sei, in Zeiten der Krise kann das vielleicht mal nicht vor verkehrt sein, wenn mir dann doch mal die Heizung hier nicht mehr angeht. Das möchte mir nicht unbedingt den Hintern hier abfrieren. Der soll hier bleiben als Reserve. Und ich kriege noch zwei weitere drüben, weil ich mit meinem drüben nicht zufrieden bin. Aber die kriege ich dann nochmal nach und nach zu sehen. Weil drüben ist keine Heizung auf Gas oder sonstig. Das geht alles über Strom. Und den möchte ich heute mit euch angucken. Der sieht ganz witzig aus, schon in die Kartonverpackung. Der hat so Füßchen dran. Und ja, ich fand den interessant und der ist in weiß. Und wenn man mal zur Not ein bisschen kleine Räume aufheizen muss und will nicht unbedingt fürs Bad oder hier am Bürotisch, und man friert jetzt und möchte nicht unbedingt die so sauteuer geworden ist, aufreißen, weil wir haben Gott sei Dank noch einen günstigen Stromtarif bekommen. Was ja auch nicht mehr gang und gäbe ist. Es ist leider bescheuert, ich weiß so weiter. Gut, ausgequatscht, und jetzt geht's ab zum Unboxing und Heizlüfter Check. Viel Spaß beim Video. So, da steht das gute Stück hier. Und wir werden mal gucken. Ich wollte hier nicht mal auspacken, dass die Tage kommen. Hier ist erstmal eine Bedienungsanleitung dabei. Oh, sogar mit DE. 750 Gramm Gewicht. In den Maßen 8,1 mal 8 mal 7,5 Inch. Okay. Inch ist ja wieder lustig. So, vielleicht steht es ja auch noch mal in Deutsch da, wenn das Ding in Betrieb nehmen soll. Also länger geht schon gar nicht mehr. Aber hier ist wenigstens mal eine ausführliche Bedienungsanleitung. Produktmix. Gitterschutz, Gehäuse. Okay. Ja, Inch ist ja wieder gut. Wir werden mal gucken, wie groß er denn wirklich ist. Ah, hier steht es auch noch. Nee, da steht es auch nur noch in Inch, Produkteinführung. Ja, 230 Watt, maximal 1000 Watt. Da würden wir natürlich nicht durchballern, weil das wird ein bisschen teurer Spaß. Wir nehmen das Ding mal raus. Aber gut, verpackt ist er ja schon mal. Müssen wir den noch zusammenbauen? Das sieht fast so aus, dass ich mir da noch was zu ein. Okay, hier sind die Füße drin. Aha, hier muss man die Füße anschrauben. Da sind drei Füßchen. Und man hat auch noch mal so Ersatzgummis dabei. Jetzt packen wir mal zur Seite. Wir haben hier einen Ein- und Ausschalter. Erstmal. Okay, hier ist zumindest schon mal Warnung, riesige Feuerwarnung. Das ist in Englisch gemacht. Also man soll da nicht so viele Geräte anschließen. Okay. Und wir montieren erstmal die Füße.
Weil, wie gesagt, den möchte ich mir gerne zur Reserve hinstellen. Gibt es hier noch irgendwo eine Kennzeichnung? CLUS Limit. Das ist immer so, keine CE-Kennzeichnung finde ich hier nicht. Also nichts CE-Kennzeichnung, Warning. Ah, hier oben ist nochmal warm, die ist cold, warm, cold. Wir haben zwei Warmstufen und eine Kühlungs. Okay, auch praktisch. Mal gucken. Diese Ersatzfüße werde ich mir zur Seite nehmen. Warum auch immer. Ah, Mann, das geht immer wieder schwierig auf. Aber zusammengebaut sollte es eigentlich relativ schnell gehen. Die Füße packen wir weg, die kommen dann in den Karton. So ein Heizlüfter ist ja nun fast schon selbsterklärend. Eine Zeitabschaltung haben wir hier nicht. So, wir montieren jetzt auf jeden Fall erstmal die Zylinder, nur reingeschraubt werden. Das sollte ja relativ zackig gehen. Auf jeden Fall sieht das schon mal schick aus. Hier ist jetzt warm genug, wir haben hier 25 Grad drin. Also draußen ist es nicht kalt und die Heizung ist aber abgestellt. Also hier oben ist wie im Sommer und im Winter immer warm eigentlich. Relativ. So, wir schauen uns mal die Produktmaße an, wenn er denn aufgestellt ist, weil Inch kann kein Mensch was mit anfangen. Irgendwo hatte ich auch mal ein Maßband. So, wir haben eine Gesamthöhe von ca. 24,5 mit Füßchen und eine Breite von 16 cm. Eine Länge in der längsten Stelle kommen wir auf knapp 22 cm. Kabellänge ist natürlich auch für den einen und anderen wichtig. Das messe ich nochmal nach. Und diesmal habe ich mir was Besonderes besorgt. Den habe ich euch nicht gezeigt, weil ich weiß nicht, vielleicht mache ich das aber nochmal so. Ich habe so ein DB-Messgerät und ich messe mal ungefähr die Kabellänge. Von da hinten, roundabout, was kriegen wir denn hier? Das sind 50. Also 1,30 Meter ungefähr, circa. Aber ist schon recht lang. Gut. Ich messe das nochmal genau nach. So, wie gesagt, Kabellänge habe ich nachgemessen, circa 1,40 Meter. Wir werden das Ding mal hier anschließen. Und schauen uns das Ganze mal hinten, schalten wir den ein. Ich hoffe, wir kriegen was. So, jetzt pustet er kalt und wir machen mal eine Geräuschmessung. Wenn ich rede, bin ich natürlich lauter. dB. So bläst er kalt. Schauen wir mal. Wärmeentwicklung, das ist Stufe 1. dB, aber sehr warm. Ich habe mein Temperaturmessgerät gerade nicht da, aber hier kommt schon richtig ordentlich Wärme draus. Also ich merke es im Gesicht. Das ist schon heftig. Wenn ich jetzt einen weitergehe, lange drücken es aus. Ich hole nur mein Wärmemessgerät, ich will es echt wissen. Also mit 50 dB, das glaube ich nicht. Auch aus weiter Entfernung. Also
selbst aus einem Meter Entfernung 55 dBA. Also er ist immer gleich. 1000 Watt ist natürlich bei 600, finde ich, ist ausreichend. Das ist sehr warm. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein kleines Gerät so viel Wärme abgibt. Aber wir schauen gleich mal. Ich hole mir mein Gerät, sonst das ist drüben in der Werkstatt. Und wir schauen uns mal die Wärmeentwicklung an, was das Gerät hier so in der Luft abgeht. So Leute, das ist natürlich kein Profi-Gerät hier, ne? Aber wir messen nochmal. 103, 77, 64, das schwankt natürlich ein bisschen. Wenn ich ihn da jetzt ganz ran mache, dann verbrenne ich mir fast die Finger dran. 177 Grad, also 180 Grad, also das kann ich mir jetzt nicht so ganz, aber so gefühlt 80, 80, 86, in der ersten Stufe kommen wir schon hin. Jetzt geben wir ihm noch einen auf den Kopf. Warten eine Sekunde. Es wird schon verdammt warm. Also ganz ranfassen, nee, das möchte ich dann doch nicht. 136, 110, 136, ein bisschen weiter weg. So Kameralänge 1 Meter, 81 Grad noch. Teilweise 96. Schwankt aus Kameralänge, steht ungefähr 80 cm weg, 94. Also er gibt wirklich eine wohltuende Wärme ab. Das sind natürlich 1000 kW, die da, also ein kW, 1000 Watt, die er da durchballert. Na, ich lasse dir mal jetzt, ich werde mir das jetzt halt angucken. Optisch sehr schön gemacht. Da gibt es nichts dran zu maulen. Und als Reserve, ehrlich gesagt, den kann man fast mit in die Werkstatt nehmen. Weil der, ich den da habe, der frisst 2 kW und da haut mir immer ständig die Sicherung durch. Ist dann Umkippschutz, wenn ich den jetzt um. Okay, das haben wir getestet, ne? Habt ihr gehört? Den hat er. Also wenn der umfällt, geht er aus. Wie ist es mit der Standfestigkeit mit 3 Füßen? Ja, ein bisschen wackelig. Ist er schon, aber optisch nicht schlecht. Den lasse ich auf jeden Fall hier oben für schlechte Zeiten. Das wollte ich euch noch gezeigt haben. Restwärme 60 Grad. Im Gerät. Wenn ich weiter weggehe, gibt er jetzt immer noch 46 Grad ab. Ich messe noch mal die Raumtemperatur. Der sagt 30. Okay, also wir ziehen ja mal 5 zum anderen Thermostat ab, weil er sagt mir, ich hätte jetzt hier 30 Grad, habe ich nicht. 28, also so 3 Grad lügt, 3 bis 5 Grad lügt das Ding. Das sind natürlich keine Profigeräte, darf man nicht vergessen. Gut, ich werde mir mal einen Kopf machen wegen der Bewertung. Also derzeitiger Preis 39 Euro, gibt noch einen 10 Euro Rabattgutschein unter den Bedingungen, was steht hier? Sie sparen 10 Euro, wenn Sie an der Kasse, der wird an der Kasse bis 23. Oktober. Na gut, dann muss ich euch den ja wohl schnell präsentieren hier. Gut, vielleicht verläuft er sich noch ein bisschen länger. Aber selbst bei 40 Euro finde ich es nicht okay, finde ich es nicht so schlimm. Also wenn man 29 Euro für so einen Lüfter zahlt, okay. Also was ich mir ja so ein bisschen anmerken muss und auch jedem sagen muss, das Ding hat wirklich keine CE-Bewertung oder geschweige denn eine VDE. Na, UL 448 CV0, das ist also Material sein, was hitzebeständig ist. PT Keramik hier. Gut. 230 Watt. Used made in China. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Hier gehört eigentlich eine CE-Bewertung drauf und deswegen oder VDE wie immer.
bin mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt in Deutschland so verkauft werden dürfte. Mal Fragezeichen. Das finde ich so nachteilig. Anleitung ist sehr gut gemacht. Die Bedienung. Wir haben hinten den Ein- und Ausschalter hier, dass wir das Gerät abschalten können. Wir haben eine was vielleicht im Sommer gut ist. Da ist ein bisschen. Wir haben zwei Wärmestufen mit 600 und 1000 Watt. In der ersten Stufe ist ja schon recht warm. Also muss ich ehrlich sagen, für so einen kleinen, muss man ehrlich sagen, ist das schon der Hammer. Gut, die Füße habe ich jetzt noch nicht so ganz eingestellt. Optisch ein schöner Hingucker. Die Wärmeleistung ist wirklich gut. Gut, ich habe hier nicht die Profigeräte, das darf man immer nicht, das sind nur Vergleichswerte. Ne? Da kann man immer noch ein paar Grad und ein paar dBAs abziehen. Das sind nur mal so als Anhaltspunkt. Weil ich finde das manchmal ganz wichtig, wenn man so ein Gerät zu Hause hat. Da kann ich zum Beispiel auch mal hier die Wärme im Gerät. Da habe ich jetzt zum Beispiel im Dings. Grad bestimmt Außentemperatur. Wenn ich hier messe, hier oben sind jetzt gerade 26, der sagt, naja, lügen wir mal 3 Grad zu. Na, also so 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad sind hier schon unter. Und hier wird eine Messtoleranz mindestens von 5 bis 10 dBA drin sein. Also 5 tippe ich mal ganz dolle. Zum Gerät nochmal. Also standfestig geht. Wir haben einen Umfallschutz, was ich sehr wichtig finde. Wenn man da jemand mit dem Fuß oder sonst wie gegenkommt, dass man dadurch oder es fällt um, wie auch immer, aus irgendwelchen Gründen, dass wir diesen Schutz drin haben, dass dadurch keine Brände entstehen kann. Ja, wie gesagt, der eine negative Punkt. Kaufpreis ist völlig in Ordnung. Ich habe noch mal mich umgeguckt und ich habe ja auch schon einige Heizlüfter gecheckt hier, also für mich selbst, die wir drüben in der Werkstatt haben. Und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall in Ordnung. Wie gesagt, bemängeln muss ich die Kennzeichnung. Das muss man auf dem deutschen Markt machen. Da muss der Hersteller sich nochmal die CE-Kennzeichnung mindestens besorgen. Auf dem Stecker selber konnte ich auch nichts von. Es ist auch kein Schubbuchstecker, sondern normaler zweipoliger. Hier ist aber, wie gesagt, nochmal ein Warnhinweis. Vielleicht für den deutschen Markt mal na, der Hinweis, dass das auch in Deutsch sein sollte, dass man hier nicht wirklich nur auf dieser Dose wirklich ein Gerät packen soll, weil der zieht doch ganz schön voll. Warning auf, naja, Risiko des Feuers. Ne? Okay, aber so ein Heißlüfter ist hier im Begriff. Ja, soll ich den weiterempfehlen? Ja, ich sage also mal 4 Sternchen, weil wirklich, der wird richtig warm. Es ist mollig warm. Und so mal zwischendurch im Bad laufen lassen, bevor man duscht, bevor man die Heizung anschmeißt, das dauert doch immer ein bisschen länger, ist so ein Heizlüfter wesentlich schneller. Halbe Stunde, 500 Watt. Ich gehe von unserem Preis aus, 30 Cent sind das 15 Cent zum Aufheizen. Schafft die Heizung nicht, weil Gas ist ja teurer momentan. Auch ein Schwachsinn. Ich packe euch den mal in die Videobeschreibung. Also ich bin zufrieden mit, die Form gefällt mir. Wie gesagt, einzige Manko ist das. Den Schuko-Stecker kann ich drauf verzichten. Wir haben ja sowieso keine Erdung. Schönes Gerät, aber trotzdem, wie gesagt, da muss man drauf achten. Gefällt mir sonst wirklich gut. Deswegen der CE-Kennzeichnung. Wem es interessiert und wenn man einen kleinen Heizlüfter braucht, als Notfall oder wie auch immer, oder sich den für kleine Räume hinstellen will, ist der bestimmt geeignet. Größere Räume glaube ich nicht. Dafür muss man schon andere Dimensionen machen. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch. Also das ist der einzig negative Punkt und da muss man auch ehrlich sein. Und da bleiben wir hier auch auf dem Kanal. Ich packe ihn euch trotzdem in die Videobeschreibung, wem es interessiert. Der findet ihn natürlich dort wieder. Es ist ein Affärslinks. Wenn ihr den bestellen solltet, kriegt der Kanal eine kleine Provision. Das muss ich auch immer dazu sagen. Dafür schon mal danke und wir können dann neue Projekte finanzieren oder andere Sachen. Ja. Das könnt ihr natürlich einkaufen, wo ihr wollt. Wer sich wundert, neues Logo
ja, Winterzeit, ich muss auch eine andere Klamotten anziehen, ich will auch nicht frieren. Und so viel heizen wollen wir hier nicht, weil die Heizung ist momentan aus. Das war es soweit mit meinem Review. Wie gesagt, gefällt mir gut. Wenn solltet ihr Fragen haben zum Heizlüfter, dann haut die natürlich in die Videobeschreibung. Oder schaut ihn euch nochmal an, da steht nochmal einiges in der Produktbeschreibung drin auf Amazon. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen und wem es natürlich gefallen hat, Abo dalassen und Daumen hoch, da freue ich mich drüber. Ja, ich, wie gesagt, ich hau den diese Woche noch raus, damit der ein und andere vielleicht, dem es interessiert, nochmal diesen 10 Euro hat. Dann haben wir für 30 Euro einen coolen Heizlüfter. Da gibt es da nichts dran zu meckern. Das war's soweit. Ich sage tschüss und bye bye. Nächste Video ist am Start. Wie gesagt, Abonnenten und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich freue mich schon auf euch zum nächsten Review oder Unboxing oder wie auch immer hier auf dem Kanal. Bis dahin sage ich tschüss, bye bye, bis zum nächsten Technik-Check. Macht's gut.